Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und wie immer etwas übertreibende Personenpräsentation. Vielen Dank auch an alle MEX-Verantwortlichen, die ich anschaue, sofern ich sie im Publikum sehe. Man ist ja immer so betriebsblind und jetzt nicht alle nenne, aber ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und ich, abgesehen von einer GFM-Tagung, damit eigentlich zum ersten Mal hier in Lüneburg bei Ihnen etwas zum Besten geben darf und ja, zur Verschönerung des Abends also beitragen darf. Und in diesem Sinne freue ich mich auch sehr, dass sogar über die Einladenden hinaus noch einige Freiwillige auch gekommen sind. Herzlich willkommen. Was ich vorstellen möchte heute an, vor mich hinredend, hoffentlich so, dass Sie es verstehen, in Sie, in das Publikum hineinredend, hat noch sehr starken Work-in-Progress-Charakter, ist also nichts wirklich Abgeschlossenes, passt vielleicht dadurch auch besonders gut an diesen Ort, wo ja auch es um Work-in-Progress, um offene Fragen gehen soll. Und der Hintergrund der Überlegungen ist gar nicht so sehr, oder zentral für die Überlegungen ist gar nicht so sehr die Idee, der Begriff der Simulation, sondern Simulation ist in diesem Fall stellvertretend zu lesen für einen Prozess, der uns alle beschäftigt und alle Disziplinen mittlerweile beschäftigt, weil er auch erfasst hat, nämlich die Digitalisierung, die ja im letzten Wissenschaftsjahr 2014 sogar zu dem offiziellen Titel eines Wissenschaftsjahrs, die digitale Wissenschaftsjahrs, die digitale Gesellschaft geführt hat. Unbescheiden will ich es aber wiederum dabei alleine nicht lassen. Mich interessiert nicht nur die digitale Gesellschaft, sondern, wie Sie am Titel lesen können, sogar das noch umfassendere Konzept der ganzen Welt. Und dieser will ich mich, bevor ich dann auf Fragen der digitalen Gesellschaft und der Virtual versus Augmented Reality zu sprechen komme, erst einmal in aller medientheoretischen Allgemeinheit angehen. Mein Vortrag wird also aus zwei Teilen bestehen, indem ich für den ersten Teil noch gar nichts über digitale Medien sage oder das Internet oder an was man sonst aktuell eben beim Stichwort Simulation denkt, sondern erst einmal vom guten alten Kino ausgehen möchte. Das Kino schafft für unseren Blick eine Welt, die auf unser Begehren zugeschnitten ist, hieß es nämlich einmal im Kino selber, und zwar am Beginn eines Films, über den sich immer wieder zu sprechen lohnt, Jean-Luc Godards Die Verachtung. Das Kino schafft für unseren Blick eine Welt, die auf unser Begehren zugeschnitten ist, die Verachtung, Le Mépris, ist die Geschichte, Histoire dieser Welt, erklärt oder verrätselt der besagte Film zu Beginn sich selbst und zeigt im Weiteren das Begehren als die zwischengeschlechtliche absolute, monetär aber ver- und zerstörte Liebe einerseits, wie als monetär gefährdete, aber cineastisch unbeirrbare Liebe zum Film andererseits. Letztere tritt auf als der projektierte Film im Film, der den abendländisch-antiken Mythos schlechthin, die Odyssee, zum Inhalt haben soll. Und dieser Spur wird der erste Teil meiner Ausführungen heute Abend dahingehend folgen, dass er eine ebenfalls antike Weltübersicht, Philons Reiseführer zu den sieben Weltwundern, für die weiteren Überlegungen in Erinnerung ruft. In diesem Reiseführer kann man nämlich eine Art Urszene aller Medienerfindung und Mediennutzung entdecken. Die Urszene des Begehrens, die Mühsal der Welterschließung durch Autopsie zu ersetzen durch eine medial erzeugte synoptische Welt. Um dies als Urszene zu bestätigen, wären dann ihre Wiederholungen, ihr Wiederholungszwang in Szenarien der Welterzeugung durch die Medien der Moderne einer extensiveren Betrachtung zu unterziehen, wofür sich naturgemäß unzählige Beispiele finden ließen, etwa die Nahtstelle zwischen Globalisierungs- und Medientheorie im Manifest der Kommunistischen Partei und seiner Diagnose, dass die Universalie Geld sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde schafft, oder die Geschichte der Weltausstellungen, oder das über diese berichtende Photographic Journal mit seinen Entwürfen einer fotografischen Vermessung und Inventarisierung der Welt, und so weiter und so weiter, all dies
ist natürlich in einem Abendvortrag allein nicht zu leisten. Und so werde ich stattdessen dann im zweiten Teil meines Vortrags die Frage anreißen, wenn eben auch nur bruchstückhaft und Work-in-Progress-artig, wie es sich nun in der heutigen sogenannten digitalen Gesellschaft, in der Simulationskultur, mit jenem Begehren der Welterschließung und Welterzeugung verhält. Aber zunächst zurück an den Anfang, Teil 1 des Vortrags, zu Godards Le Mépris. Dieser Film beginnt also mit den bereits zitierten Worten, bei denen es sich um ein Zitat von André Bazin handelt. Eine Voice-Over spricht sie während des Vorspanns, dessen Tonspur zunächst die Credits rezitiert und dann eben diese Erklärung. Kann man es lesen? Bazin sagte, mit der deutschen Untertitelung, im Französischen also gesprochen, Bazin sagte, das Kino schafft für unseren Blick eine Welt, die auf unser Begehren zugeschnitten ist. Die Verachtung ist die Geschichte oder Histoire dieser Welt. Die dann folgende berühmte erste Szene, die Nacktszene der BB, deren Bilder und Worte und Musik sich dem populären Filmgedächtnis wohl tiefer als jede andere Sequenz des Films eingeprägt haben, hat Baudrillard einmal als Beispiel einer totalen Positivierung des Körpers als Schema der Verführung herangezogen. Nicht unwesentlich ist, dass die Szene vor einem Spiegel spielt. Siehst du meine Füße im Spiegel, lautet die erste Frage des Dialogs. Und auch Baudrillard vergisst das nicht zu erwähnen, wenn er von der konsumistischen Verwandlung des Körpers in ein Medium der Totalisierung schreibt und dies erläutert, Zitat, wie es in dem Film Die Verachtung sehr schön gezeigt wird. Dort zerlegt Brigitte Bardot ihren Körper im Spiegel in seine Einzelteile, die sie der erotischen Bewertung als Objekt, nun liebst du mich denn, die sie der erotischen Bewertung des anderen präsentiert. Das Ganze mündet in eine formale Summierung als Objekt, nun liebst du mich denn insgesamt, donc tu m'aimes totalement, sagt die Bardot in der Rolle der Camille am Ende des Dialogs im Film. Nach Baudrillard demonstriert der Film damit den Körper als Summierung der Partialobjekte, dessen Subjekt das Sie des Konsumierens ist. Und eine Fußnote erläutert diese Formulierung, diese These. Das Subjekt des Konsums, besonders des Körperkonsums, ist weder das Ich noch das Subjekt des Unbewussten. Es ist das Sie, das You der Werbung. Und tatsächlich, wie zur Bestätigung Baudrillards, hat die Schönheitsindustrie einige Jahre später oder von heute aus gesehen vor kurzem erst, 2007 um genau zu sein, ein Remake der Szene als Werbespot in Umlauf gebracht. Le Rouge, un film de Bettina Rens, der jetzt allerdings hier nicht weiter beschäftigen soll. Es ging mir nur darum, auf diesen Werbekontext hinzuweisen, unter dem sich das Le Mépris-Motto ja durchaus auch verstehen lässt. Aber der Film präsentiert sein Motto zugleich in Form eines Widerspruchs. Es beendet den Vorspann vor der besagten ersten Szene. Dieser Vorspann besteht auf Seiten der Bildspur in einer langen Plansequenz, die ein Filmteam bei seinen Filmaufnahmen zeigt. Auch so stellt der Film von Anfang an klar, dass er ein Film über das Kino ist, wie es das Motto verspricht. Doch werden die Credits nicht typografisch visuell über das Filmbild gelegt, sondern wie schon erwähnt von einer Voice-Over gesprochen und so eben zuletzt auch dieses Motto. Die Credits und damit der eigentliche Vorspann sind also reine Tonspur. Damit besteht ein Widerspruch zwischen der angesprochenen Visualität, dem Blick, um den es geht, notre regard, und der ausschließlichen, dem Blick gänzlich entzogenen Auditivität der gesprochenen Behauptung. Dem adressierten Blick widerfährt sowohl eine Zueignung, ihm wird ja Wunscherfüllung versprochen, als auch eine Enteignung,
wie sie denn auch einer genaueren Lesart des Mottos im französischen Original entspricht, le cinéma substitué à notre regard. Aber von welcher Welt und welcher Geschichte handelt dann Le Mépris eigentlich? In gewisser Weise könnte man Le Mépris bezeichnen als Spekulation über genau diese Frage als Frage. Welche Welt, welche Geschichte? Die erste und letzte Plansequenz zeigen jeweils die Kamerafahrten einer anderen Kamera, diese andere Kamera also ihrerseits beim Drehen einer Plansequenz. Der Vorspann endet dabei mit einer Großaufnahme der aufgenommenen Kamera, die direkt in die aufnehmende Kamera, das heißt direkt auf den Zuschauer gerichtet ist. Der Rest ist fast zur Gänze schweigend blauer Himmel, so wie das Schlussbild des Films nur noch aus Meer und Himmel besteht. In deren bläuliches Nichts hinein ertönt als letzter Ton des Films vor der Musik zum Abspann ein Kommando des Filmteams, das hier bei seinen Dreharbeiten für die Odyssee-Verfilmung unter der Regie von Fritz Lang gezeigt wird. Silenzio lautet dieses Kommando aus dem Off, wie als Echo des anfänglichen Widerspruchs zwischen Ton und Bild in Form nun des Selbstwiderspruchs eines Lautes, der Stille gebietet, obwohl in diesen letzten Filmsekunden auf dem gezeigten Set Stille längst herrschte. Der Blick in die leere Weite von Meer und Himmel, der währenddessen das Bild beherrscht, wurde zuvor durch folgenden Dialog erklärt. Paul fragt den Regisseur, welche Aufnahme ist das? Und Fritz Lang, als Fritz Lang antwortet, Odysseus erblickt seine Heimat wieder. Die Frage nach dem, was Welt heißen mag, stellt sich damit mit dieser Weite des Horizonts einerseits und der Benennung als Heimat andererseits auf dementsprechend doppelter Linie. Welt ist einerseits Universalbegriff, Inbegriff aller Erscheinungen nach Kant, alles, was der Fall ist, nach Wittgenstein. Andererseits reduziert sich jeder individuelle Weltbegriff auf die eben je individuelle, je meinige Welterfahrung, das in der Welt sein, wie Heidegger es terminologisch machte. Auch dieses birgt eine tendenziell unendliche Fülle von Bewandtniszusammenhängen. Gegenüber der Extension des Universums gehört diese Unendlichkeit jedoch eher der Intensivität, der Begrenztheit der näheren Dinge. Und Medien sind nun in beiderlei Arten von Welt involviert. Unter beiden Aspekten, Universum und Heimat, Kosmos und Oikos, verändern die Medien die Welt und machen sie also Welt, statt bloß Welt mehr oder weniger tapfer wieder zu spiegeln. Das will ich mal als Gemeinplatz dahingestellt sein lassen. Und es ist ein Gemeinplatz, einfach zu behaupten, Weltmedien zeigen nicht nur Welt, sondern machen Welt. Aber ich lasse ihn dahingestellt sein, um das Thema wechseln zu können, beziehungsweise ich bleibe beim Thema, will aber den Gegenstand wechseln und zu Godard nur noch so viel sagen, dass es mit Le Prix also um das Kino geht und die Welt und beider Geschichte und letzteres als Kinogeschichte im engeren Sinn, durch Fritz Lang, der Fritz Lang spielt, ebenso wie als Universalgeschichte, in dem der Lang'sche Film im Film eben, wie schon erwähnt, auf die geschichtlichen Anfänge zurückkommt, die Demarkationslinie zwischen Mythos und Geschichte in Form der Odyssee. Und dieser Spur folgend will ich nun meinerseits, wie angekündigt, in der Antike springen, nämlich zu den sieben Weltwundern oder genauer zu deren Liste. Diese Liste variiert. Man kann sie als Vergeschichtlichung einer vermeintlich zeitlosen Problemstellung begreifen. Der Anfang aller Philosophie, heißt es ja von alters her, sei das Staunen. Aber rasch gelangt man von da aus zu der immerwährenden Philosophenfrage, wie weit überhaupt unser Wissen reicht, als die epistemologische Weltfrage. Ebenso wie sich immer wieder damit auch ein rein philosophiehistorisches Interesse verknüpft hat, was war es denn wohl, worüber die Menschen ehemals staunten? Und hierauf, auf diese eher historische Frage, liefert die Liste von den sieben Weltwundern eine Antwort.
In manchen Aufzählungen gehört der erste Leuchtturm der Geschichte, der Pharos von Alexandria, dazu. Häufig wird auch das Kolosseum von Rom genannt, dies allerdings meist als ergänzendes achtes Wunder. So wie schon Plinius der Ältere zunächst seine Liste der sieben Weltwunder präsentiert, um auf sie ein Lob der ganzen Stadt Rom als ein einzigartiges und größtes Wunder insgesamt folgen zu lassen. Weltmachtsgehabe, dem zum Trotz von den kanonisch gewordenen Weltwundern heute nur mehr, und wer weiß, wie lange noch, die Pyramiden zu besichtigen sind. In der Antike dagegen waren sie allesamt noch eine Weltreise wert, und als Reiseführer zu den sieben Weltwundern wurde denn auch eine ihrer ausführlichsten antiken Beschreibungen in unserer Gegenwart des Welttourismus neu ediert. Sie stammt von einem gewissen Philon von Byzanz, der mit dem griechischen Ingenieur aus der Zeit um 200 vor Christus seinen Namen teilt, vermutlich aber doch nicht mit diesem identisch ist, leider. Man weiß über den Autor schlicht nichts, aber das tut der Erstaunlichkeit der Quelle keinen Abbruch. Sie hebt an wie Luhmanns Theorie der Massenmedien. Dort heißt es mit dem bekannten ersten Satz, der inzwischen schon förmlich zum geflügelten Wort geworden ist, Zitat Luhmann: Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. Was wir über die Stratosphäre wissen, gleich dem, was Platon über Atlantis weiß, man hat davon gehört. Und nun Philons erster Satz. Von den sieben Weltwundern ist ein jedes allen dem höheren Sagen nach bekannt. Aber Philon nimmt selbstredend nicht die konstruktivistische Theorie allen grundsätzlich nur gerüchteweisen Weltwissens vorweg. Vielmehr tritt seine Schrift gerade gegen das bloße Hörensagen an. Als Gegenmittel gibt es erstens die Anschauung, auch wenn diese nur wenigen vergönnt sein mag. So lautet der erste Absatz des Proömiums vollständig: Von den sieben Weltwundern ist ein jedes allen dem Hörensagen nach bekannt, doch nur wenigen aus eigener Anschauung. Man muss ja nach Persien reisen, über den Euphrat setzen, nach Ägypten fahren, sich bei den Eleiern in Griechenland aufhalten, nach Halikarnas in Karien gehen, Rhodos anfahren und in Ionien Ephesos besichtigen. Und wer so um die Welt, Kosmos, herumgeirrt ist, da wäre also erstens die Anschauung, die Opsis, nur dass diese ein Herumirren durch die Welt voraussetzt, eine Odyssee durch die Welt, um nicht Odyssee im Weltraum zu sagen, weil im Original ja Kosmos dasteht. Zweitens empfiehlt Philons Schrift deshalb als weiteres Gegenmittel, nun gegen das Herumirren, kurzerhand sich selbst. Gegen das bloße Hörensagen würde also die eigene Anschauung helfen, die aber wiederum durch mediale Vermittlung ersetzbar heißt. So fährt der Text fort: Deshalb ist Bildung etwas Erstaunliches und eine große Gabe, weil sie den Menschen von der Notwendigkeit befreit, sich auf den Weg zu machen und ihm zu Hause die schönen Dinge zeigt, indem sie seiner Seele Augen gibt. Es besteht, denke ich, mehr als nur eine vage Ähnlichkeit dieser Idee mit dem so viel jüngeren Mythos des Fernsehens als Fenster zur Welt. Das, wie etwa Günther Anders formulierte, bewirkt, dass die Ereignisse uns besuchen, dass der Berg zum Propheten, die Welt zum Menschen, statt er zu ihr kommt. Zitat Ende des Anders-Zitats. Doch vollzieht sich in Philons Weltwunderbericht eher das genaue Gegenteil zum Fernsehen, indem er ja die Anschauung mit den Augen, also Optik, durch die Anschauung mit der Seele, also Theorie, ersetzt. Wer den Bericht liest, verspricht dieser, wer das Staunenswerte durch seine Rede erforscht, der betrachtet das ganze Kunstwerk wie in einem Spiegel und bewahrt so die jeweiligen Merkmale dieser Bilder unauslöschlich. Mit der Seele nämlich hat er die Wunder geschaut. Aufgrund dieser Leistung heißt die beschworene Gabe der Bildung, so erstaunlich, Thaumaston, wie die Wunderwerke, Theamaton selbst. Die Wunderwerke-Schrift setzt sich an deren Stelle, an die Stelle dieser sieben Weltwunder, indem sie Bilder, Eidolon,
nicht für das Fernsehen, sondern für die Seele, Psyche, durch eine Rede, den Logos, vermittelt, welcher wie in einem Spiegel eine Anschauung, und da steht im Griechischen tatsächlich dann Theoria, erzeugt. Zitat: Was ich sage, wird überzeugend erscheinen, wenn meine Rede, Logos, deutlich jedes der sieben Weltwunder der Reihe nach angeht und dabei den Zuhörer oder Leser zur Zustimmung bewegt, dass sie ihm den Eindruck eigener Anschauung, Theorias, vermittelt hat. Was hier geschieht, lässt sich mithin als dreifache Ersetzung beschreiben. Ersetzung erstens der Erstaunlichkeit der Wunderwerke durch die Erstaunlichkeit des Wissens. Ersetzung zweitens des Reisens durch Lektüre. Und drittens Ersetzung der sich erstreckenden, weiten, optischen äußeren Welt durch eine innere, gewusste und dadurch synoptische Welt. Auf diese Weise stellt die so alte Weltwunderschrift eine Urszene, wie schon verraten, eine Urszene des Begehrens dar, die Mühsal der Welterschließung durch Eigenansicht mit Hilfe einer medial erzeugten Sicht zu umgehen. Insofern nimmt sie das so viel spätere Fernsehen vorweg. Sie bezeugt die Erschaffung der Welt als Medienwelt und die Medienwelt als Welterschaffung. Denn am Beispiel der Weltwunder geht es um nicht weniger damals als die Welt in toto. So markiert ihre Siebenzahl just den Umfang des ersten abendländischen Weltreichs, des Reichs Alexanders des Großen. Und noch als unter römischer Herrschaft nach der Siebenzahl auch die Bezeichnung als Wunderwerke kanonisch wurde, fiel diese Kanonisierung mit dem Erdkreis in eins. Wo bis dahin in treuer Übersetzung aus dem Griechischen allein von Septem Spectacula die Rede war, erfand Marcus Terentius Varro das Wort von den Septem Opera Miranda, und zwar näherhin eben den sieben zu bewundernden Werken in orbe terre. Zum einen impliziert der Begriff der Weltwunder mithin die ganze Welt in ihrer Extension. Zum anderen verkörpern die sieben Weltwunder dabei zugleich das gesamte Weltwissen ihrer Zeit, nämlich als technische Großprojekte im Allgemeinen, wie dann im Einzelnen der Pharus als Monument der Sicherung des damaligen Weltverkehrs, die Mauern von Babylon als Wehrtechnik, die Pyramiden, deren Bau nicht nur avancierte geometrische Kenntnisse verrät, sondern auch eine infrastrukturelle Wunderleistung darstellt, sowie die diesseitige Welt mit der jenseitigen verbindet und so weiter und so fort. All dies ist dabei freilich nicht an den ja längst zerstörten Monumenten selbst abzulesen, sondern eben indem man die Schriften Periton Hepta Theamaton studiert. Aber gerade das verwandelt sie in Denkmale der überlieferten Kunde über sie, Denkmale der Erstaunlichkeit dieser Kunde, Denkmale der Information über die Welt, also der Medienwelt. Die Bezeichnung dieses Vorgangs als urszenenhaften Vorgangs, wie schon erwähnt, ist nur gerechtfertigt, wenn es Wiederholungen gibt und wenn ich nun Wiederholungen dafür zeigen könnte, dass die Erschaffung der Welt als Medienwelt zugleich bedingt die Medienwelt als Welterschaffung. Und wie schon versprochen, will ich das jetzt nicht an 25 weiteren Beispielen tun, dass wir bis morgen Abend hier noch sitzen, sondern nur vielleicht rasch mit dem Blick auf das Manifest der Kommunistischen Partei, weil dessen Aktualität ja neuerdings wieder zu entdecken ist, auch wenn man nicht sämtlichen Implikationen seiner historisch-politischen Theorie zustimmen mag. Man muss, heißt das, dem berüchtigten Aufruf zur Vereinigung aller Proletarier aller Länder nicht mehr folgen, um doch dessen Begründung, die da erfolgt, medienwissenschaftlich interessant zu finden. Diese lautet nämlich mit den letzten drei Sätzen des Manifests: Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Zitat Ende. Darum also geht es auch hier um eine Welt,
Und zwar durchaus im Sinne der einen Welt, zu der alle Länder in jener Zeit bereits geworden waren. Bekanntlich ist das Manifest sowohl eines der frühesten philosophisch-politischen Beispiele für die Karriere des von Goethe relativ kurz zuvor in Umlauf gebrachten Begriffs der Weltliteratur, als auch aufgrund der vielen Sprachen, in denen es gleichzeitig erschien, selber ein Stück Weltliteratur. Über diese liest man im Manifest: Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich. Und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Hiernach also treibt der Weltmarkt zum Weltverkehr, der wiederum eine Weltliteratur nach sich zieht. Zunächst noch anzumerken ist, dass es zwar den Weltverkehr ohne das erste elektrische Medium, die Telegraphie, nicht in dem von Marx und seitdem beobachteten Ausmaß gegeben haben würde, dass jedoch als Medium des generierten Weltwissens im 19. Jahrhundert noch relativ ungebrochen Papier und Stift dominierten. In diesem Sinne geht es auch hier um die intentionale Dimension der Welt im selben Maß, wie es um deren extensionale Ganzheit geht. Ausdrücklich thematisiert der Text nicht zuletzt die räumliche Entstehung einer Welt, die Ausbreitung der inkriminierten Zustände über die, wie es vor dem eben vorgetragenen längeren Zitat kurz und bündig heißt, ganze Erdkugel. Deren Totalität wird dabei ebenso ausdrücklich auf die herrschenden medialen Bedingungen, alias, Zitat auch aus dem Text, die unendlich erleichterten Kommunikationen zurückgeführt und als Erschaffung durch die reine Geldförmigkeit aller Verhältnisse bezeichnet, mithin als Erschaffung der Welt durch die Universalie Geld nach ihrem eigenen Bilde. Ich weiß nun nicht, ehrlich gesagt, ob es trivial ist, das Manifest in diese Richtung zu lesen, trivial und oft getan, da ich nicht zu den Marxologen auf dieser Welt gehöre und auch die neue Ausgabe von Lire le Capital, die jetzt endlich komplett auf Deutsch erschienen ist, noch nicht studiert habe. Also wie weitführend das alles ist, weiß ich nicht. Vielleicht tun sich tatsächlich auch neue Fragestellungen auf. Jedenfalls aber, und gleichsam zu meiner Rettung hier und jetzt und zu einem erneuten Themensprung, bezieht sich das Manifest, oder zunächst einmal eine Rückbindung ans Thema, bezieht sich das Manifest in seiner Weltzustandsbeschreibung bemerkenswerterweise seinerseits auf die sieben Weltwunder, und zwar abgrenzend oder sogar implizierend, dass die von ihm skizzierte Welt der Globalisierung jene alte Weltwunderwelt abgelöst hat, wenn es dann nämlich sagt, jene neue Macht, die da Geld heißt und die Welt nach ihrem eigenen Bilde oder seinem eigenen Bilde erschafft, jene neue Macht habe, und nun Zitat, ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden. Und damit 10 Sekunden künstlerische Denkpause und danach zum zweiten Teil. Zur Frage, was hat das alles nun mit der Weltsimulation zu tun? Was ist nun nach dem Telegraphennetz, wie es für Marx' Weltdiagnose die Basis war, ganz wie im Übrigen letztlich noch für McLuhan, die alle vormaligen Weltwunder in den Schatten stellende Wunderleistung unserer Simulationskultur und ihres Basismediums als kulturelles Breitenphänomen des Internet. Es ist, so könnte man im Wortspiel bleibend sagen, die Erzeugung einer oder die Erschaffung der Datenschattenwelt, wie sie uns alle immer massiver regiert,
während sie unserem Verstand zugleich immer weniger dämmert. Soll heißen, der phänomenale Haupteffekt des Internet, verstärkt in Gestalt des WWW einerseits, wie durch die schon Standard gewordene Drahtlosigkeit seiner Schnittstellen andererseits, also seiner Wi-Fi-Fizierung, der phänomenale Haupteffekt dieses ist ebenso leicht benannt wie doch schwer zu beschreiben oder gar analytisch zu durchdringen. Denn es ist eben auf der einen Seite der Entzug des Netzes selber und auf der anderen Seite seine Omnipräsenz als die von ihm erzeugte Informationsubiquität. Bereits als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, allein mit Blick auf den Computer als neues Leitmedium, wurde Information als das letzte gültige Tauschmittel erkennbar. Wie an einer berühmten Stelle Pynchon das ja in den 70ern schon formuliert hat. Mit dem Internet vollendet sich nun die Verschiebung von der Universalie Geld auf die Universalie Information, wie ja die Kapitalströme selber zunehmend reine Informationsströme geworden sind, und verschiebt sich also auch die Zurechnung der Welt nach eben deren eigenen Bilde, dem Bild der Information. Schon der Computer brachte das Wort und die Sache der virtuellen Maschine hervor. Die Mutter der Virtualisierung war Turings Universalmaschine. Aber erst das Internet ist das Medium der Virtualisierung par excellence. Denn sind schon alle Computer als Einzelgeräte Blackboxes, so verdienen das Internet und seine dominant gewordene Nichterscheinungsform als Web und Web 2.0 allemal des Blackboxing gerühmt oder bezichtigt zu werden. Nur dass dieser Ausdruck viel zu sehr die Opazität eines undurchsichtigen Etwas suggeriert, Blackbox, während das Netz ja gleichsam noch durchsichtiger ist als die Luft, unsichtbar eben. Schon am Einzelrechner, von der Großrechenanlage bis zum PC, wurden dem Nutzer die Vorgänge im Inneren fortschreitend undurchschaubar. Aber welchen Output man auch erhielt, er hatte seine Zurechenbarkeit, seinen Ort. Je dieser Rechner mit seiner Hardware, Software und seinen Datensätzen lieferte je dieses Ergebnis zur jeweils gestellten Aufgabe, daher ja die anfänglichen Phantasmen der intelligenten Maschine. Dagegen erscheint die im Netz viel eher ins Werk gesetzte künstliche Intelligenz gar nicht so sehr als eigene Intelligenz, obwohl gerade sie es ist, sondern so schlicht wie überragend als Allwissenheit. Etwa bei der Informationsbeschaffung mit dem Smartphone ist klar, nicht das Smartphone kennt die Antwort, sondern das Netz, zu dem das Gerät in der Hand, das Handy, nur die Schnittstelle ist. Das Netz selber bleibt dabei so unauffindbar und zugleich omnipräsent, wie es seinen Inhalten den Charakter verleiht, als schwebten sie frei im Nichts und im Überall. Das Netz mit einem Wort hat sich wie eine künstliche Sphäre, eine Infosphäre um den Globus gelegt. Dass seine Inhalte gegenwärtig, allgegenwärtig, schlicht da sind, verleiht ihm nahezu eine verschiedentlich zum Ausdruck gebrachte metaphysische oder mystische Dimension, als wäre es nur ein kleiner Teil eines viel gewaltigeren integrierten Kontinuums, das ist jetzt ein Zitatenpotpourri, ein planetarischer Superorganismus, in dem sich das Gaia-Prinzip verwirklicht, der evolutionär entscheidende Schritt zum Global Brain, wie es ein Teilhard de Chardin seit der Entdeckung des Elektromagnetismus sich entwickeln sah, ähnlich wie bereits Nathaniel Hawthorne schon 1851, als er fragte und antwortete: Ist es Tatsache oder nur ein Traum, dass die Elektrizität die Materie in einen einzigen großen Nerv verwandelt hat, der tausende von Meilen atemberaubend schnell durchzuckt? Nein, der ganze Erdball ist ein Kopf, ein Riesenhirn, Instinkt gepaart mit Intelligenz. Oder sollen wir sagen, er ist selber nur eine Idee, reine Idee und nicht mehr die Substanz, für die wir ihn hielten? Betrachtet man die Entwicklung des Internet weniger hochfliegend, ist immerhin festzuhalten, dass jedenfalls die notorische Verwechslung des Internet mit seinen Diensten, dem Web, der Suchmaschine, dem E-Mail-Programm, dem Social Web,
ein grundlegender Effekt seiner im Wortsinn phänomenalen Desubstantialisierung ist. Dabei implizieren die für die besagten immer größeren Datenmengen umschlagenden Dienste die dafür benötigten Übertragungskapazitäten ihrerseits ein Moment der virtuellen Realität des Netzes. Die weltweite Produktion und Verlegung von Glasfaserkabeln konnte nämlich in jüngster Zeit ebenso kaum mit der Nachfrage Schritt halten, wie und weil sie zugleich permanent Überkapazitäten erzeugte. Je aktuell noch ungenutztes Dark Fiber, das sich Unternehmen wie Google sicherten, um im Maß ihres Bedarfs Licht in die dunklen Fasern einziehen zu lassen. Auf diese Weise überbordet also das Internet virtuell immer schon sich selbst. Insofern kann man gleichsam verschiedene Formen der Virtualität des Internets unterscheiden und damit auch seiner simulatorischen Existenz, verschiedene Ebenen, ähnlich wie die Protokollarchitektur des Netzes, dem Prinzip einer Schichtenarchitektur gehorcht. Da ist zum einen eben diese eben genannte Logik des Protokolls als solche, die die Hardware in den Hintergrund rückt, ja nahezu als irrelevant erscheinen lässt. Zum anderen ist das Internet virtuell ungenutzt, stets um einiges größer oder dichter oder vermögender als in seiner je aktuellen Auslastung, auch wenn punktuell oder lokal Überlastungserscheinungen zur Regel gehören. Und schließlich kommt hinzu, dass im Netz unzählige, multiple, parallel arbeitende virtuelle Maschinen logieren, welche nie schlafen. Nur ein Drittel der Kapazität einer Suchmaschine zum Beispiel ist mit der Bearbeitung von Suchanfragen beschäftigt. Die anderen zwei Drittel sind damit beschäftigt, mittels einer Armee digitaler Drohnen das Netz zu durchkämmern und zu indizieren, also die zusammengetragenen Funde zu ordnen und zu strukturieren. Innerhalb des Archipels aus Serverfarmen können Datenmengen und Arbeitsaufträge beliebig verschoben werden. 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr sind Algorithmen mit Namen wie Bigtable, MapReduce oder Percolator dabei, die numerische Adressenmatrix des Internet systematisch in einen Assoziativspeicher, der Google gehört, umzuwandeln. Eine Transformation, die in ihrer Gesamtheit die größte Rechenoperation ist, die je auf dem Planeten Erde unternommen wurde. Wenn wir einen Suchbegriff eingeben und eine Liste von Webadressen zurückbekommen, sehen wir davon nur die Oberfläche. Fortwährend heißt das, spinnt das Netz sich auf der Software-Ebene seiner Verlinkungen neu. Auf diese Weise ist das Internet nicht allein das Gewebe seiner Kanten und Knoten, so wenig wie allein die Summe seiner bewusst eingestellten Inhalte. Es ist vielmehr noch der virtuelle Datenraum aller nur denkbaren, rechenbaren Verknüpfungen dieser Inhalte. Es ist ubiquitous oder pervasive Computing nicht nur dergestalt, dass bald kein Ding kein Computer mehr sein wird, sondern vor allem dahingehend, dass es vom Internet der Dinge bis sogar schon zu dem der Tiere hin, dass es die Computer und ihre Daten verschaltet oder zumindest diese Verschaltbarkeit permanent bereithält. So banal oder kahlauend es daher klingen mag, das Internet funktioniert im Kern als eindeutig nicht banale Verschaltung von Verschaltungen in gemessener menschlichen Fassungsvermögen schier unendlichem Ausmaß. Dies ist nach meinem Dafürhalten auch schon das ganze Geheimnis des Internet und der damit einhergehende Effekt der Virtualisierung scheint mir, wie erwähnt, die phänomenologische Haupteigenschaft, die Virtualisierung. Und was mich nun in puncto Welt und Realität, um damit in die Zielgerade dieser Ausführungen einzubiegen, beschäftigt, sind eine Reihe von Umkehrungen, die sich in diesem Rahmen vollzogen haben. Ich nenne für heute nur drei sehr verschieden gelagerte Beispiele, sehr verschieden gelagert auch, damit der Unterhaltungswert größer ist und wer sich bei dem einen Beispiel langweilt, darf sich schon aufs nächste freuen. Drei Beispiele also, die Internettelefonie oder Voice-over-IP, die Wikipedia und schließlich und endlich das Moment, das seit Beginn
der Titelfolie, der seit der Titelfolie auf sich warten ließ, das Moment der Augmented Reality. Was die Internettelefonie oder Voice-over-IP angeht, so erläutert eben die Wikipedia, die dann das nächste Beispiel sein wird, IP-Telefonie ist eine Technologie, die es ermöglicht, den Telefondienst auf IP-Infrastruktur zu realisieren, sodass diese die herkömmliche Telefontechnologie samt ISDN und allen Komponenten ersetzen kann. Dies begann ab etwa den 1980er Jahren, wie ebenfalls die Wikipedia erinnert. Neben den Telefonnetzen entstand allmählich eine weitere Kommunikationsinfrastruktur, oft auf den Leitungen der Telefonnetze. Beginnend mit der Vernetzung von EDV-Systemen in den 1980er Jahren, auf die der Internetboom der 1990er Jahre folgte, stieg und steigt die Übertragungsleistung kontinuierlich stark an, wurden anfangs mit Akustikkopplern 300 Bit pro Sekunde erreicht, waren im Januar 2008 bis zu 100 Millionen Bits pro Sekunde für Endverbraucher mit DSL-Anbindung und so weiter realisierbar. Diese Infrastruktur bildet eine Grundlage für IP-basierte Datennetzwerke, insbesondere das Internet als öffentliches Netz. Das heißt, die nicht Digital Natives, sondern Digital Immigrants wie Martin Warnke und ich, alle anderen sind ja fast schon Digital Natives, wir also erinnern uns, dass alles heißt, nein, wir erinnern uns nämlich noch an solche Apparate. Die sind gemein, als es da hieß, Akustikkoppler mit 300 Bits pro Sekunde. Das heißt, zu Beginn für den Auf- und Ausbau des Internets wurden die Verbindungen über das Telefon hergestellt. Aber eben dies, war der ganze Sinn der weiteren Ausführungen, hat sich inzwischen ins genaue Gegenteil verkehrt. Vor 30 Jahren wurden Netzwerke, die ursprünglich für die Kommunikation zwischen Menschen entwickelt worden waren, an die Kommunikation zwischen Maschinen angepasst. Mittlerweile hingegen hat sich anstelle der Datenübertragung über das Telefonnetz die Übertragung von Telefongesprächen über das Datennetz etabliert, so die Beobachtung von George Dyson in seinem jüngsten Buch Turing's Cathedral. Das also ist eine erste, zugleich irgendwie unscheinbare und doch irgendwie bezeichnende Umkehrung, bezeichnend dafür, wie das Netz seine Macht durchsetzt oder im schönen 80er-Jahre-Jargon die Macht übernimmt. Eine zweite Umkehrung verkörpert die Wikipedia. Was sie ist und wie sie funktioniert, muss weder Digital Immigrants noch Digital Natives erklärt werden. Und auch ihre medien- und kulturhistorische Bedeutung im Vergleich mit dem Zeitalter der gedruckten Enzyklopädien scheint auf der Hand zu liegen. So hat sich die Wikipedia im selben Maße als Auskunftei etabliert und über die Jahre wohl auch in ihrer Verlässlichkeit, also Qualität, gesteigert, wie eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dieser Verlässlichkeit bis heute nicht verschwunden ist und auch nach wie vor nicht verkehrt ist. Nur verdankt sich diese Skepsis in erster Linie dem Paradigma der Verbindung von Wissensgenerierung und institutioneller Legitimation. So hat die Buchkultur enzyklopädische Großprojekte hervorgebracht, die sich letztlich nur in einem vom Wikipedia-Unterfangen zu unterscheiden scheinen. Sie basieren auf dem Wissen der vom jeweiligen Bildungssystem autorisierten Experten und schließen eine ungefragte Bearbeitung von Artikeln durch Dritte aus, sprich, sie sind gemäß unseren gerade noch herrschenden Kriterien der Autorenverantwortung und Kompetenz gemäß diesen Kriterien leichter zu kontrollieren. Im Internet entstand dagegen eine Form der Wissensgenerierung, die sich zum Teil jenseits der institutionellen Mechanismen befindet und damit von vornherein dem Verdacht der Fehlinformation viel stärker ausgesetzt ist, als die durch ihre Zugehörigkeit zu Bildungsinstitutionen legitimierten Experten. Die Kehrseite dieser Diagnose ist diese: Der Einzelne und seine Informationskompetenz sind im Internet sehr viel stärker gefordert,
da eben nicht die Institution, sondern er es ist, der das Wissen auf Stichhaltigkeit und faktische Korrektheit prüfen muss. Allein schon soweit wird ein Umsturz vormals herrschender Wissensherrschaftsverhältnisse deutlich. Man muss in der Diagnose des Wikipedia-Prinzips aber vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Der Einzelne, ob er nun von diesem oder jenem Wikipedia-Artikel profitiert oder nicht, ist ja gar nicht der Adressat ihres Imperativs. Der Adressat ist vielmehr das Kollektiv, das über den Inhalt der Wikipedia wachen soll. Wer Fehlauskünfte in ihr entdeckt, kann diese korrigieren, ist aber auch gehalten, eben dies zu tun. Die Wikipedia ist darum keine Online-Enzyklopädie, wie es die Encyclopaedia Britannica seit 2012 nach 244 Jahren in Buchform geworden ist, sondern sie ist die vollständige Umkehrung des Enzyklopädie-Prinzips seit dem Unternehmen der Diderot-D'Alembertschen Enzyklopädie. Auch diese war ja bereits ein Kollektivunternehmen, aber hier, wie dann bei Brockhaus, Ersch, Gruber und Meyer, stand die Qualitätssicherung vor der Publikation, wohingegen die Wikipedia die Publikation vor die Qualitätssicherung setzt. Fehler und Unzulänglichkeiten sind im Grunde willkommen, weil erst die Korrekturen und Ergänzungen durch die vielen, die nachbessern, die Wiki-Idee der Wikipedia vollends bestätigen. Die Wikipedia wäre witzlos, wenn nicht genau das passieren würde, dass immer wieder korrigiert werden müsste, weil eben der erste Schnellentwurf desjenigen, der eingestellt hat, mal schnell hingeworfen und schon publiziert wurde. Und dann kommt eben die sogenannte vielleicht vorhandene oder auch nicht kollektive Intelligenz, Bildung, wie auch immer. Spätestens das berüchtigte Social Web macht damit das Internet also so etwas als so etwas wie die Inpflichtnahme aller erkennbar. Spätestens das Social Web. Denn schon die E-Mail als die erste Killer-Applikation des Internet ist ja nur halb begriffen, solange man nicht auch den Kommunikations-, also Partizipationsdruck mit bedenkt, den sie bewirkt hat. In ihrem Fall allein schon durch den Wandel in der Geschwindigkeit, die unsere Herzen zu verlangen, sich angewöhnt haben, wie es in Dave Eggers The Circle so schön poetisch heißt. We are on the verge of actual change, they said, change at the speed that our hearts demand. Und eine E-Mail, die einen halben Tag nicht beantwortet wird, fängt man schon an, sich zu fragen, was habe ich bloß Falsches geschrieben. Dieser Roman von Eggers, den das deutsche Feuilleton in den letzten Monaten oder vor ziemlich genau einem Jahr, als er auf Deutsch erschien, ja rauf und runter gelesen hat, aber doch mehr rauf, ihn wohl auch ein bisschen überschätzend, handelt, wie Sie dadurch wahrscheinlich wissen, auf einen Nenner gebracht, von nichts anderem als den Segnungen der webbasierten Partizipation, als der Tendenz nach Digital Brown Shirts Unsegen. Und das ist oder betrifft die dritte Umkehrung, auf die ich abschließend eingehen möchte. Die Umkehrung von der gegenkulturellen Internet-Euphorie zum Big-Data-Katzenjammer. Die Umkehrung von Virtual zu Augmented Reality. Von der Aussicht der Immersion in künstliche Welten zur fortschreitenden Immersion der künstlichen in unsere reale Welt. So übertreibt ein Thomas Pynchon zwar, hat aber wohl doch nicht ganz Unrecht, wenn er in seinen beiden letzten Romanen vorab an die gewissermaßen sinistren Wurzeln des Internet erinnert. ARPANET erfahren die Leser über die Zeit um 1969, 1970 und alle hier in Lüneburg wissen darüber natürlich besser Bescheid als Pynchon und ich. Dennoch, ARPANET, das ist ein Netzwerk von Computern, die alle über Telefonleitungen miteinander verbunden sind. UCLA, Isla Vista, Stanford. Jeden Tag werden überall im Land, ja in der ganzen Welt, neue Computer eingestöpselt. Und hier sich einzuloggen, sei wie bei ACID eine komplett andere, fremde Welt, Zeitraum, der ganze Scheiß. Das Internet schien so zu begonnen zu haben als ein Traum, ein Versprechen.
Und doch sagen bei Pynchon schon die User der ersten Stunde voraus, verglichen mit dem, was du in Spionagefilmen oder in der Glotze siehst, sind wir hier im richtigen Leben noch nicht annähernd bei der Geschwindigkeit und Speicherkapazität. Aber das alles entwickelt sich mit exponentieller Geschwindigkeit. Und eines Tages werden alle aufwachen und feststellen, dass sie unter Überwachung stehen, vor der es kein Entrinnen gibt. Weshalb im Nachhinein, nachdem es so nicht anders gekommen ist, umgekehrt aus der Perspektive der Gegenwart der Verdacht naheliegt, das Internet sei immer schon eine Machenschaft der Geheimdienste gewesen. Ja, und das Internet war ihre, und das bezieht sich jetzt eben genau auf die Geheimdienste in dem letzten Roman von Pynchon, war ihre Erfindung, dieses Zauberding, das nun wie ein Geruch noch in die letzten Winkel unseres Lebens dringt, das Einkaufen, die Hausarbeiten, die Hausaufgaben und die Steuererklärung erledigt, unsere Energie verbraucht und unsere kostbare Zeit frisst. Und darum gibt es da keine Unschuld, nirgends, hat es nie gegeben. Das Internet ist aus Sünde geboren und aus der schlimmsten Sünde, die es gibt. Und während es gewachsen ist, hat es nie aufgehört, diesen bitterkalten Todeswunsch für den Planeten im Herzen zu tragen. Das ist Pynchonesk dick aufgetragen, keine Frage, beschreibt aber eben dadurch den Wandel der Interneterfahrung umso pointierter. Zunächst ein Traum, in diesem Sinne erschloss sich der Cyberspace, wie ihn das Internet auftat, vor dem Begriffshorizont der Simulation. Dieser Cyberspace ist oder war das Versprechen jenseitiger Schein-, Traum- und Parallelwelten, wie es noch in Pynchons letztem Roman in Gestalt der im Deep Web versteckten Second Life-artigen Online-Infrastruktur namens Deep Archer seinen fiktionalen Widerschein hat. Dieser Cyberspace verhieß also die Transsubstantiation der Realität in die Idee, reine Idee, jenseits der Substanz, für die wir sie hielten, wie ein Hawthorne sie schon dank bloßer elektrischer Telegrafenkabel ausrief. Der Cyberspace, so gesehen, war nichts anderes als eine Wiederauflage jener Szene der Höhle aus Platons Politeia, die Sie ja alle kennen, als die man zuvor das Kino identifiziert hatte, um an mein Eingangsbeispiel zu erinnern. Die Konstruktion einer Scheinrealität, die gerade dadurch als real, ja als ein mehr als reales plus que réel erscheint, weil ihr tatsächlicher Realitätsbezug sich jener von Platon skizzierten Art von Demultiplikation verdankt, Demultiplikation der Realität, der Projektion von Schattenbildern, die ihrerseits nur die Abbilder von Abbildern, Simulacra sind. Ganz diesem Höhlengleichnis gemäß hat man also das Kino verortet und ganz so glaubte man auch die virtuellen Welten des Cyberspace verorten zu können. Wie das Kino, gemäß Bazin und Godard, so die Simulation, auch sie substituiert unserem Blick die wirkliche Welt. Sie bedeutet demultiplizierte, das heißt verringerte Realität. Mit der Ära der Simulation, schrieb ein gewisser Herr Baudrillard, der ja unvermeidlich ist im Zusammenhang, geht die Agonie des Realen einher. Nun hat sich zum einen aus eben dieser Beobachtung heraus eine Theoriedebatte entfaltet, die das alte Oppositionspaar von Sein und Schein aufhob, um stattdessen die Eigenrealität der Simulation zu betonen, das heißt einem Begriff von Simulation Prägnanz zu verleihen, und darüber haben wir heute Nachmittag auf dem Workshop auch einiges diskutiert, einem Begriff von Simulation Prägnanz zu verleihen, der gerade das Primat eines Originals gegenüber dem Abbild, eines Urbilds gegenüber dem Bild anficht, der die Begriffe des Abbilds und die des Vorbilds oder Urbilds grundsätzlich in Frage stellt. Simulation ist Unterminierung der ganzen Unterscheidung von Original und Kopie. Simulierte Prozesse kann man als simuliert nehmen oder als nicht simuliert, aber Simulation ist gerade der Zustand, so hat Baudrillard an anderer Stelle definiert, wo es diesen Unterschied gar nicht mehr gibt.
Gleichzeitig hat sich aber zum anderen, aber vielleicht durchaus in Einklang mit der behaupteten neuen Ununterscheidbarkeit zwischen real und simuliert, mit der jüngsten Geschichte des Internet, seiner Google-Epoche, seiner Social-Webifizierung, das genaue Gegenteil der fortschreitenden Entwirklichung ereignet, nämlich die Geburt der am Wikipedia-Beispiel erwähnten Zwangspartizipationskultur, die eine fortwährende Verwirklichung und Augmentierung des virtuellen Datenregimes bedeutet. Schon wer nur mal googelt, bedient sich ja nicht lediglich der Suchmaschine selbigen Namens, sondern partizipiert, nämlich an der Datengenerierung für den virtuellen Raum verschaltbarer Daten. Was die User an Datenspuren im Netz erzeugen, heißt dabei nicht umsonst deren digitaler Schatten, denn es sind nichts als ihre Schattenbilder, aber zugleich sind es die Bilder, die sie mehr und mehr in der Realität, und wäre es nur die ihres Online-Seins, wieder einholen. Ich poste auf Facebook meine tiefe Bestürzung über, aktuelles Beispiel, sagen wir, den Tod von Harry Rowohlt. Und schon begegnen mir auf Schritt und Tritt alle möglichen Hinweise darauf, dass ja aber Woody Allen noch lebt. Aber permanent. Und das, obwohl ich vielleicht gar kein Woody Allen-Fan bin und diese Hinweise gar nicht haben wollte. Gar nicht will, dass diese nun mein Leben bereichern, weil Harry Rowohlt es nicht mehr tut. Aber permanent reichert eben nahezu jede Art der Internetnutzung unsere, frei nach Benjamin Merk, Welt an. Schon allein als das Prominenteste liefert Facebook dafür wohl auch das beste Beispiel. Wie viel menschliches Leben können wir absorbieren? Antwortete nämlich buchstäblich, wörtlich einer der Facebook-Gründer auf die Frage, was das wirkliche Ziel des Unternehmens sei. Was habt ihr für Ziele? Und er antwortete wörtlich, auch bei George Dyson zitiert, wie viel menschliches Leben können wir absorbieren? So kontinuiert dieses Netzwerk einerseits die Parallelweltenerzeugung im Internet, während es andererseits notorisch durch die Nutzung der Daten, die es sich und anderen erlaubt, hinaus auf die einmal absorbierte Lebenswelt oder die im Plural Lebenswelten greift. Dieses herausragende Virtual Reality des Internet in das Real Life, einer dadurch fraglos Augmented Reality, scheint mir ein drittes Moment von Umkehrungen zu sein oder eine dritte von vielen Umkehrungen, auf die ich aufmerksam machen wollte und für die ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanke. Vielen Dank.